Der Fennet brennt. Mit dieser Aktion soll auf ein großes Problem aufmerksam gemacht werden. Die Fennet Bergbahnen AG steht vor einer schwierigen finanziellen Situation. Es gehen Gerüchte umher, dass das Skigebiet nach dieser Saison geschlossen werden könnte. Für viele Einheimische ist der Fennet als Naherholungsgebiet von großer Bedeutung und abgesehen davon führt die Schließung des Skigebiets zum Verlust zahlreicher Arbeitsplätze. Herzlich willkommen hier von der Fennetbahn. Wir haben heute eine Veranstaltung, Fennet brennt, dazu der Grund, Peter. Peter, was ist das für eine Veranstaltung hier bei uns am Fennet? Ja, es hat sich in den letzten Wochen eine Aktionsgemeinschaft Initiative Fennet gebildet. Da sind einmal die Sportvereine SK Landeck, SV Zams, SBG Zammerberg und der SK Fliers dabei. Und diese Sportvereinigungen haben für heute in Zusammenarbeit mit der Bergrettung Landeck-Zams, mit der Bergrettung Schönwies, mit dem Alpenverein Landeck die Aktion der Fennet brennt organisiert und führen sie heute durch. Ja, Fennet brennt hat eine mehrfache Symbolik. Und zwar einerseits, es brennt wirklich, weil die beiden Gesellschaften, die Gemeinde Landeck und die Gemeinde Zams, vor einer ganz schwerwiegenden Entscheidung stehen, wie es mit dem Berg weitergeht und vor allem, wie es im Winter mit dem Berg weitergeht. Und deshalb wollen wir mit der Symbolik, der Berg brennt, auch das Gefühl der Zusammengehörigkeit und das Gefühl, dass es unser Hausberg ist, auch den Leuten vermitteln. Und die zweite Symbolik ist, dass die Leute erkennen, dass sie für den Hausberg etwas tun müssen. Sie müssen mehr präsent sein, dass sie also den Hausberg auch im Winter und im Sommer annehmen, weil ansonsten werden Entscheidungen getroffen, die wahrscheinlich vielen Leuten sehr wehtun. Und gerade wir vom Sportverein können uns das gar nicht vorstellen, wenn der Winter geschlossen ist. Der Fennet ist eines der wenigen Freizeiteinrichtungen im Talkessel Landeck und ist für unsere Jugend, für die Kinder und sowie für die einheimische Bevölkerung ein sehr wichtiges Freizeitgebiet, sowohl im Winter als auch im Sommer. Darum ist es also wichtig, dass der Winter verstärkt genutzt wird und das Angebot im Winter angenommen wird, weil die Kosten also sehr, sehr hoch sind und die Gemeinden und die Hauptgesellschafter zunehmend unter dieser finanziellen Last zu leiden haben und der Umsatz sollte nach Möglichkeit verstärkt, also gesteigert werden. Und das kann nur dadurch passieren, dass die Einheimischen vermehrt das Angebot nutzen und den Fennet besuchen. Neben Ihren Besuchern von Fennet brennt der Walter. Walter, warum hast du jetzt diese Veranstaltung besucht? Ja, als Dauergast am Fennet ist es fast selbstverständlich oder eine Pflicht, bei dieser Veranstaltung dabei zu sein und als kleiner Multiplikator mitzuwirken. Es passiert alles auf einer freiwilligen Basis. Das Bengalische Feuer ist Sponsor geworden. Die Mitarbeiter der Fennetbahn sind alle kostenlos da. Sogar der Strom von der Fennetbahn haben wir einen Sponsorauftrieb. Also ich möchte ausdrücklich betonen, dass da seitens der Fennetbahn keine Kosten anfallen und entstehen. Für mich bedeutet Fennet Herzblut. Ich bin in dem Berg da aufgewachsen, in der Skifahrer gelernt. Ich bin einfach wahnsinnig gerne da, Sommer wie Winter. Und in zweiter Linie Arbeit. Der Hausberg Fennet bedeutet also für viele Leute unheimlich viel, wenn ich an meine eigenen Kinder denke, die man zur Talstation bringen hat können und die haben den ganzen Nachmittag und den ganzen Tag Skifahren können und man hat sie wieder dort abgeholt, was in einer sonstigen Situation überhaupt nicht geht. Und auch Hausberg bedeutet sehr viele schöne Stunden auf den Skihütten, mit Kameraden und Hausberg bedeutet auch, dass man auf den Berg geht als Einzelperson und man wird immer Leute finden, mit denen man sich nicht zusammensetzen kann. Hausberg bedeutet aber auch staufrei Skifahren können. Ich darf mich an dieser Stelle im Namen des Vorstandes bei den Initiatoren dieser Veranstaltung und natürlich bei allen mitwirkenden Vereinen, bei der Bevölkerung, bei allen Teilnehmern sehr, sehr herzlich bedanken. Und ich wünsche uns allen, dass diese Aktion bewirkt, dass der Fennet verstärkt angenommen wird. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden. Das war die Aktion der Fennet brennt. Und vielleicht hat sie so manchen Stein ins Rollen gebracht.